Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine neue Botlobby zeigen, bei dem sich auch die Tarnungen, Waffenlevel und alles mögliche speichert. Und zwar braucht ihr hierfür wieder einen Kollegen, der euch hilft, und ich werde euch das Ganze jetzt erst einmal aus der Sicht des Spieler 1 zeigen. Spieler 1 geht in Mehrspielerlobby und zwar auf Gegenbots, und Spieler 2 befindet sich in der ganz normalen Mehrspielerlobby. Klickt hier auf Frei für alle. Und jetzt muss euch Spieler 2 eine Einladung senden aus der Mehrspielerlobby aus. Sobald die erste Einladung da ist, dann geht auf die Einladung drauf, aber nimmt sie noch nicht an. Und jetzt muss Spieler 2 euch noch eine Einladung senden. Wenn die zweite Einladung da ist, dann nimmt die erste Einladung an und spammt Dreieck, sodass sich die nächste Einladung öffnet. So, wenn ihr dann in der Party beigetreten seid und die andere Einladung offen habt, so wie ich, dann muss Spieler 2 mit euch zusammen zu Zombies wechseln. Und sobald er dann zu Zombies gewechselt ist, dann könnt ihr hier dieses Einladungsfenster wegmachen. Und wenn ihr das Fenster dann wegmacht, dann habt ihr immer noch dieses Bild mit gegen Bots. So, Spieler 2 muss jetzt ein privates Ausbruchmatch starten. Und sobald oben der Timer steht, dass die Map lädt, verlässt Spieler 2 die Lobby alleine und joint direkt wieder nach. Ihr wartet jetzt, bis Spieler 2 wieder nachgejoint ist. Ich bin jetzt gerade der Partyleiter, jetzt ist er gerade am Nachschauen. So, wenn er drin ist, geht ihr auf Karte wechseln, wählt Sanatorium aus, bestätigt die Meldung, drückt auf Frei für alle und Spiel starten. Dann kommt ein Lobbyfehler, da macht ihr auch erstmal, klickt ihr weg und dann startet das Spiel nach einer kurzen Wartezeit. So, wenn ihr dann in das Spiel gejoint seid, dann wählt eure Waffe aus, ihr werdet ineinander spawnen. Geht einfach einen Schritt zurück, um den anderen dann zu töten für eure Nuke oder was auch immer. Jetzt zeige ich euch die Sicht des zweiten Spielers. Und zwar seid ihr in der Mehrspieler-Lobby und ladet euren Freund zweimal ein. Bei der ersten Einladung geht der nur drauf und bei der zweiten nimmt der an und spammt Dreieck, damit der in dieses eine Fenster kommt. Wenn euer Freund dann bei euch gejoint ist und die zweite Einladung offen hat, dann geht ihr mit der Party zurück, geht auf Zombies, geht auf Privat, Ausbruch und sobald oben steht, hier Restzeit, geht zurück, verlasst die Party alleine und joint instant wieder Spieler 1 nach. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann wechselt Spieler 1 die Karte auf Sanatorium. Klickt auf Frei für alle und Spiel starten. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, werdet ihr in das Spiel joinen. Leute, ein paar wichtige Infos. Ich hatte das Problem, dass sich die Tarnungen bei mir nicht gespeichert haben. Bei mir haben sich die Tarnungen erst dann gespeichert, als ich nicht der Host war. Also um auf Nummer sicher zu gehen, wenn ihr die Tarnungen machen wollt, dann seid nicht der Host, sondern Spieler 2. Also der Spieler, der hinterher nachjoint. Weil das hat bei mir sonst nicht gespeichert gehabt. Ich zeige euch nochmal, dass sich das speichert. Und zwar habe ich hier mit der Machete die Vollstrecker gemacht. Wie ihr seht, habe ich hier die Tarnung freigeschaltet. Und insgesamt habe ich in diesem Gameplay alle 25 Vollstrecker erspielt. Ich habe das ganze Video jetzt mal ein kleines bisschen geschnitten. Und zwar habe ich gerade das Game neu gestartet, um zu zeigen, dass sich die Tarnungen auch wirklich speichern. Wie gesagt, bei mir hat das nur geklappt, als ich Spieler 2 war. So, ich gehe auf Mehrspieler, eigene Waffen. Hier Machete, wie ihr seht, habe ich hier alle Vollstrecker wirklich freigeschaltet und es hat sich gespeichert. Ein kleiner Tipp noch, ihr könnt hier in diesem Modus bzw. bei diesem Glitch auch die Abschusskette, Visitenkarte oder Ultra-Abschuss, Wahnsinnsabschuss, alles erspielen. Für die Abschusskette, Visitenkarte zum Beispiel müsst ihr euren Mate halt, mit denen ihr das macht, 8-mal schnell hintereinander töten. Dafür muss euer Kumpel einfach den Knopf spammen, um die Abschusscam zu überspringen, sodass er direkt wieder nachspawnt und nicht zu viel Zeit vergeht zwischen den Kills. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle natürlich sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.